Wenn ihr euch übers Auswandern informiert, findet ihr in den Medien überall Stories von Leuten, die gescheitert sind. Bei YouTube, Goodbye Deutschland, ihr kennt sie alle. In diesem Video gibt es nun 7 wichtige Tipps für euch, wie es bei euch anders laufen wird, nämlich viel besser. Wir sind Marc und Melissa. Wir haben unsere Konzernjobs gekündigt, unser Haus verkauft und sind mit unseren beiden Kindern nach Zypern ausgewandert. Hier haben wir mittlerweile 2 Unternehmen gegründet und führen ein Leben an der Sonne. Abonniere jetzt den Kanal, um uns auf unserem Abenteuer zu begleiten. Dein Anspruch und das Land sollten natürlich zusammenpassen, gerade im finanziellen Bereich. Und der Anspruch kann durchaus mal unterschiedlich sein. Dabei kann es natürlich sein, dass die Erwartung an den Lebensstil im Ausland eine vollkommen andere ist als in Deutschland. Zum Beispiel: Ist dir der Mehrblick von zu Hause aus wichtig? Oder soll es statt der Wohnung in Deutschland ein ganzes Haus sein? Oder sogar inklusive Pool direkt am Haus? Das alles kann natürlich vollkommen unterschiedlich sein von dem, was ihr vielleicht in eurer Heimat gewohnt seid. Also wir haben vorher auch in einer Wohnung gelebt und waren in der Wohnung vollkommen zufrieden. Das war alles super. Aber für uns war klar, wenn wir auswandern, dann wollen wir irgendwie einen Pool haben. Und wir wollen auch das Meer sehen. Und es ist halt so, dass ihr dafür auch immer etwas mehr bezahlen müsst. Das Haus oder die Wohnung mit Meerblick ist auf jeden Fall teurer als die, die vielleicht irgendwo im Hinterland ist. Und genauso ist es mit dem Pool. Der Pool ist nicht nur grundsätzlich teurer, sondern auch natürlich in der Pflege, in der Wartung und so weiter. Und das alles müsst ihr natürlich auch bedenken, wenn ihr auswandert, dass das schon etwas mehr kosten kann. Muss es natürlich nicht, wenn ihr denselben Lebensstil haben wollt wie in Deutschland, beziehungsweise vielleicht sogar die Chance habt, dort, wo ihr hingeht, etwas Günstigeres zu finden. Aber da sind die Geschmäcker durchaus unterschiedlich. Deswegen macht euch am besten schon vorher Gedanken. Vergleicht schon mal die Preise von den Orten, wo ihr leben wollt, online bei den hiesigen Immobilienportalen zum Beispiel. Das alles beeinflusst natürlich eure Lebenshaltungskosten, zu denen natürlich auch noch andere Punkte hinzukommen. Die Lebensmittel sind unterschiedlich teuer, die wirtschaftliche Lage ist vielleicht unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Wenn ihr euch bezüglich des Ländervergleichs mal genauer informieren möchtet, haben wir euch unten in der Videobeschreibung einen Link reingepackt, wo ihr mal genauer sehen könnt, welche Länder von den Kosten her günstiger sind als andere. All das bestimmt natürlich darüber, wie viel Kapital ihr für eure Auswanderung benötigt. Und wo wir gerade über Kapital sprechen, das Geld soll natürlich auch verdient werden. Und das ist sicherlich der größte Punkt und der wichtigste Punkt beim Auswandern, um Bauchschmerzen zu vermeiden. Wenn man sich gerade so mit älteren Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, unterhält, dann hört man immer wieder, wovon willst du denn eigentlich überhaupt leben? Ist es da überhaupt sicher? Was ist denn mit deiner Rente und so weiter? Und das ist mit Sicherheit einer der Punkte, wo man sich vorher darüber Gedanken machen muss. Wir wohnen jetzt hier auf Zypern und haben uns natürlich sehr viel ausgetauscht und hören immer wieder von verschiedenen Business-Ideen, von verschiedenen Dingen, die die Leute hier machen. Dank des Internets ist jetzt auf jeden Fall die Vielfalt der Möglichkeiten sehr viel größer geworden, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Ihr könnt bereits jetzt neben dem Hauptjob, falls ihr irgendwo bei einem Arbeitgeber angestellt seid, schon nebenher ein Online-Business starten, was vielleicht als Geldquelle dient. Da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, als Coach zu arbeiten, als Berater zu arbeiten, vielleicht auch ein E-Commerce aufzuziehen, wie zum Beispiel Dropshipping, als Programmierer zu arbeiten, vielleicht auch als Freelancer oder virtueller Assistent. Das sind alles Möglichkeiten, wie man online mittlerweile hervorragend Geld verdienen kann und damit auch ordentlich unabhängig ist und in ein Land gehen kann, wo sich das alles mit dem Beruf wunderbar vereinen lassen kann. Ist natürlich wichtig, dass ihr dann auch eine vernünftige Internetanbindung habt. Was noch wirklich ein guter Tipp ist, wenn ihr lieber als Angestellter arbeiten wollt, dann schaut doch mal in den jeweiligen Facebook-Gruppen. Also ich glaube, nahezu jedes Land hat irgendwo eine Facebook-Gruppe. Und hier auf Zypern ist es zum Beispiel so, dass dort ganz oft auch deutschsprachige Leute gesucht werden, die irgendwo in einem Online-Business unterstützen und da mitarbeiten können. Und da sind mit Sicherheit auch ganz interessante Jobs dabei. Und es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der euch anbietet, remote zu arbeiten. Also im Grunde, egal wo ihr seid, könnt ihr euren Job machen. Fragt doch mal einfach bei eurem Arbeitgeber nach oder sucht euch einen Job, bei dem das möglich ist. Mittlerweile moderne Unternehmen oder sich modern wandelnde Unternehmen bieten sowas an. Und natürlich besteht auch die Option, hier lokal etwas zu finden, lokal zu arbeiten und dann entsprechend hier das Geld zu verdienen, was ihr für eure Lebensunterhaltungskosten braucht. Apropos Selbstständigkeit. Solltet ihr vielleicht selbstständig sein, ein Unternehmen besitzen, Immobilien haben, ETFs, Aktien,
Einkünfte in Deutschland, dann sprecht euch auf jeden Fall so früh wie möglich mit einem guten Steuerberater ab. Insbesondere Steuerberater, die sich auf das Thema Auswandern spezialisiert haben, kann ich euch hier wirklich empfehlen, denn der Arm, was Steuern anbelangt, ist in Deutschland als Hochsteuerland sehr, sehr lang. Das Stichwort ist hier beschränkt erweiterte Steuerpflicht. Es ist wirklich ratsam, euren Steuerberater darauf anzusprechen. Ganz wichtiger Punkt auch, löse dich von so viel Ballast wie möglich. Ob das Möbel sind, dein Auto, deine Mietwohnung, versuch einfach so viel wie möglich zu verkaufen, zu verschenken, zu spenden. Du wirst sehen, mit jedem Teil, was in andere Hände wandert, was du los wirst, was du abgeben kannst, wirst du dich freier fühlen, wirst du das auch als viel realer empfinden, diese Auswanderung umzusetzen. Ich sage immer ganz gerne, pack den Wanderrucksack so leicht, wie es nur geht. Ja, du musst dir das wirklich vorstellen, alles, was du besitzt, das ist wie so ein Rucksack. Ja, umso schwerer der ist, umso schlechter wirst du vorwärts kommen. Umso leichter dieser Rucksack ist, umso leichter wird es dir natürlich auch fallen, weite Strecken zu reisen. Und bei Ballast kann es auch um Kontakte gehen. Ne? Wenn du zum Beispiel mit jemandem sprichst, dem es nie einfallen würde, auszuwandern oder der ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat oder jemand, der sowieso alles negativ sieht, dann wird das auch deine Idee zum Auswandern und diese mutige Entscheidung zu treffen eher einschränken. Auch das kann emotionaler Ballast sein. Deswegen unterhalte ich am besten mit Menschen, bei denen es schon wunderbar funktioniert hat, die das Leben leben, was du dir vorstellst. Ich kann dir zum Beispiel unseren Vlog empfehlen, den verlinken wir dir hier mal. Da kannst du mal schauen, was wir gemacht haben, damit das mit unserer Auswanderung nach Zypern gut funktioniert. Jetzt geht's erstmal ans Meer. Und da sind wir bei einem wirklich wichtigen Punkt und das ist der Mut zur Entscheidung. Und den halte ich mal für unfassbar wichtig. Ihr habt nur ein einziges Leben. Und wenn das euer Traum ist, mal auszuwandern, dann möchte ich euch wirklich Mut machen. Probiert es aus, macht es einfach, setzt euch da durch und bringt den Kritiker in euch wirklich zum Schweigen. Denn die meisten Entscheidungen, die man getroffen hat, die kann man auch wieder rückgängig machen. Schreibt dir am besten auch mal das Worst-Case-Szenario auf. Was ist wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann? Was ist wirklich das Schlimmste, selbst wenn es eintritt? Sei da wirklich so objektiv wie möglich und du wirst feststellen, in den meisten Fällen ist es gar nicht so schlimm, wie es man sich vielleicht erst ausgemalt hat, wenn man dann erstmal das aufgeschrieben hat. Meistens ist es nicht so schlimm. Und um den Mut noch zu verstärken, ist auf jeden Fall Motivation etwas, was dich wirklich dazu bringt, auszuwandern. Und daher empfehlen wir euch, nehmt euch doch mal an dem Traumland ein Airbnb oder eine Ferienwohnung. Das ist vielleicht noch besser sogar als ein Hotel. Und nehmt euch einen Mietwagen und erkundet einfach mal wirklich die Gegend und versucht dieses Gefühl zu bekommen, wie es denn dort ist, wenn ihr dort lebt. Also nicht nur dieses reine Urlaubsgefühl, wenn das im Hotel das Bett gemacht worden ist und so weiter, sondern tatsächlich versucht diesen Lebensstil dort zu bekommen, versucht wie die Einheimischen einzukaufen, vielleicht auch mal auf dem einheimischen Markt zu gehen, etwas außerhalb des Tourismusbereiches. Und solltet ihr Kinder haben, dann macht es vielleicht auch Sinn, frühzeitig die Kinder bereits in der Schule anzumelden. Also wir haben hier festgestellt, dass die guten Schulen, die Schulplätze recht früh vergeben sind. Und wenn man sich schon relativ sicher ist mit dem Land, wohin man auswandern möchte, dann hat Kinder es auf jeden Fall sinnvoll, die schon in der Schule anzumelden. Und dann habt ihr schon so ein bisschen den ersten Schritt für das Auswandern gemacht. Und das motiviert ja auch, oder? Der letzte Punkt ist ein wirklich wichtiger Punkt. Es ist eben so, dass bestimmte Probleme oder bestimmte Struggles auch nicht einfach so verschwinden, nur weil man den Ort wechselt. Wenn wir zum Beispiel mal die Arbeitslast oder den Stress nehmen, wenn du dich jetzt zu Hause, wo du jetzt noch wohnst, gestresst fühlst, dann kann es eben sein, dass das in dem Land, wo du hingehst, nochmal genauso ist oder sogar am Anfang mehr. Jetzt stell dir vor, du baust dein eigenes Online-Business auf, du startest nochmal ganz neu, musst dich nochmal an eine neue Umgebung gewöhnen. Das kann am Anfang schon eher stressiger sein, dass man da einfach mit einem realistischen Bild auch dran geht und sagt, gut, ich lasse mich darauf ein. Zwar sinkt meine Arbeitslast nicht, aber ich habe natürlich nach der Arbeit ein viel schöneres Umfeld, wo ich meine Zeit verbringen kann. Oft geht man natürlich davon aus, dass in einem südlichen Land die Menschen viel weniger gestresst sind und man dadurch automatisch auch weniger gestresst ist. Aber ich denke mal, wenn man zig Jahre lang durch den Job gehustelt hat, dann legt man das damit auch nicht mal eben ab. Und deswegen ist auf jeden Fall der Hinweis,
löst eure Probleme so weit wie es geht noch in Deutschland, nehmt die nicht mit ins Ausland, wenn das möglich ist, oder reduziert die auf ein absolutes Minimum, denn die Probleme lösen sich hier auch nicht automatisch. Und habt einfach auch ein realistisches Bild davon, ne? Versucht das mal so objektiv wie möglich zu sehen. Und was natürlich immer hilft, ist die Familie, die mitkommt, im Rücken zu haben. Wenn also euer Partner, eure Partnerin, eure Kinder genauso sagen, yes, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da haben wir das richtige Bauchgefühl dafür, wir stehen da alle wirklich hinter, fällt es natürlich noch mal viel leichter, auch wenn es mal herausfordernde Zeiten während des Auswanderns gibt. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, solange nicht wirklich alle überzeugt sind, macht einfach mal einen längeren Urlaub, schaut, wie könnte das Leben denn dann vor Ort sein, und vielleicht sind dann diejenigen, die vorher noch so ein bisschen am Zweifeln sind, schon wesentlich überzeugter davon, dass das Richtige ist mit dem Auswandern. Auf diesem Kanal geht es auf jeden Fall darum, wie ihr aus eurem Hamsterrad ausbrechen könnt, und ihr könnt natürlich auch mit dem Vlog live erfahren, wie wir ausgewandert sind. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier auf Zypern leben, wie unser Stil ist, dann empfehle ich euch auf jeden Fall mal dieses Video hier anzuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Wir sind raus. Ich bin im Beach.